Der nächste Tanz, der Tango. Ja, der Tango ist kein schwingender Tanz. Der Tango wird flach getanzt, die Schritte angesetzt. Es gilt beim Tango nicht, in die Weite zu eilen, sondern jeden Schritt gesetzt zu tanzen. Nummer 23 zeigt uns das sehr gut. Wie man sieht, der Italiener, der möchte heute unbedingt ganz vorne dabei sein. Momentan allerdings, da haben die beiden Tänze Mirko Gozzoli und Alicia Betti gewonnen. Ja, aber der Tango, das sieht so aus, als dürfte der Tango an das zweite italienische Paar gehen, an die Startnummer 23. Das sind die beiden Dänen, Brian Eriksen und Marianne Eihilt. Die beiden wirken für mich sehr elegant. Ich bin von ihren exakten Schrittansätzen begeistert. Man kann direkt mitschreiben bei ihren Schritten. Sehr musikalisch, sehr schön dieser Tango. Jawohl, Domenico Soale hat diesen Tango gewonnen. Auf Platz 2 Gozzoli Betti und auf Platz 3 diesmal die Dänen. Auf Platz 4 bei diesem Tanz Pizzoukas Daniute. Wieder auf Platz 5 die Geschwister Karabay und